Hallihallo, Hallöchen. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir spielen heute mal wieder 20 Minuten volles Programm Valheim. So wie jeden Tag 19 Uhr. Und gucken mal, was Schönes bei rauskommt. Wir haben eine ganze Menge schon wieder im Inventar. Was wir zwingend mal loswerden müssen. Die Wolfszahn hatten wir woanders. Hier haben wir erstmal das. Wir müssen unbedingt den Händler finden, aber ich möchte einfach nicht nachgucken auf der Map. Es gibt ja diesen Seed Generator, hatte ich ja nette Kommentare dazu, dass man da mal nachschauen kann. Aber irgendwie möchte ich das nicht. Ich hätte lieber das Erfolgserlebnis, ihn selber zu finden. Aber ich habe halt auch schon wieder so derbigst Angst vor diesen scheiß Seeschlangen. Ich weiß auch noch nicht, was wir machen. So, was machen wir denn die Folge? Ich würde sagen, wir gehen noch ein bisschen Silber sammeln. Ich will mal kurz schauen. Hier haben wir 2 Silber drin. Ich könnte mir uns schnell nochmal schlafen legen. Ich glaube, es wird gerade hell, aber da müssten wir eigentlich noch können. 23, also haben wir hier alles finito und wir haben hier noch 5 Silber. Also ganze 8 Stück. Legen wir uns jetzt nochmal schlafen? Nee, egal. Es brutzelt ja nichts mehr da drüben. Das heißt, wir müssen effektiv auch keine Zeit verstreichen lassen. Also passt das. Wir haben ganze 7 Silber. Und haben uns den Wolfsbrustschutz hergestellt letzte Folge, wollen jetzt natürlich noch den Beinschutz. Gucken wir mal, der kostet auch nochmal 20 Silber, das passt. Und die Upgrades kosten jeweils 5, glaube ich, ne? Der kostet 5, Twogger Reißzahn kostet sogar 10 und wieder Glibber. Aber ein bisschen Glibber hatten wir, glaube ich, noch über. Lass uns mal ganz schnell schauen, wir hauen uns jetzt erstmal was zu futtern rein. Und wir schauen mal, ob... Ja, einen haben wir noch. Wir brauchen den natürlich nicht mehr zwingend, aufgrund dessen, wir haben bloß noch 13 Pfeile. Das ist nicht so cool. Wir hatten hier 6 Frostpfeile noch. Ich muss mal kurz meine Apple Watch ausziehen. Ich mache mich am Arm etwas nackig für euch, weil dieses Silikonband mit dem Leder von meiner Tastatur, mit dieser Handballenauflage irgendwie anfängt zu quietschen, wenn ich meine Hand bewege, und das wollte ich euch nicht antun. So. Ja, also wir brauchen irgendwie mal noch ein paar Pfeile. Eigentlich könnten wir mal gucken, ob wir diese Obsidian-Pfeile herstellen. Wird doch wahrscheinlich auch nur Federn, Obsidian und ein bisschen Holz kosten, oder? Werden wir gleich herausfinden. Gehen die hier? Erstmal kurz durchreparieren. Feuerpfeil, Feuerstein, Nadelpfeil, Giftpfeil. Ah, hier oben, Obsidianpfeil. Passt, 20 Stück, 4 Obsidian. Da können wir 60 herstellen. Aber wo landen die? Ach, dort. Ich hab's gar nicht gesehen. So, dann probieren wir die mal. Die haben einen Stechenwert von 52. Im Vergleich zu 27 vom Feuersteinpfeil. Holla, die Waldfee. Da werde ich Schmerzensschreie hören von Drachen dadurch. Federn weg und wir packen noch ein bisschen Holz beiseite. Und auf geht's. Bäumchen wächst. Ist, glaube ich, schon ein bisschen größer geworden. Naja, mal schauen. Irgendwie sieht es jetzt schon ganz schön globig aus. Ich hatte auch den Tipp in den Kommentaren. Vielen Dank dafür, dass ich hätte nur die Steine wegmachen müssen. Und wenn der dann gewachsen ist, hätte ich die wieder hinbauen können. Also ich habe mir etwas mehr Aufwand gemacht als nötig. Aber naja, wir gucken mal, wenn der ausgewachsen ist, sieht das vielleicht besser aus und ansonsten können wir es ja dann immer noch umbauen. Dieser Steinhaufen hier, der muss auch mal weg. Nimm es, tut mir leid, aber der nervt mich die ganze Zeit schon, dass der da so hässlich drin war. Und ab ins Gebirge. Bin mal gespannt, wir können ja heute mal ein bisschen weiter erkunden. Obwohl wir haben noch... Wir haben hier noch Silber. Ne, das müssen wir natürlich... Und Stein ohne Ende. Und cool, da ist dann Schnee drauf. Ich wäre so eine kleine Hütte im Gebirge auch noch cool. Hör doch schon wieder Drachen. Vielleicht hat er uns noch nicht gesehen, aber ich habe auf jeden Fall einen gehört. Wahnsinn, hier kommt immer mehr zum Vorschein. Ja, also prinzipiell so eine Hütte
Hier im Gebirge wäre schon cool, aber allerdings, wir brauchen es halt auch nicht. Wir können uns überall hin teleportieren. Wir haben eine geile Base, wo alles drin ist. Wozu sollen wir uns jetzt hier noch eine Hütte bauen? Vielleicht später mal, wenn wir mit unserer Basis soweit fertig sind, das Spiel vielleicht auch durchgespielt haben oder annähernd durchgespielt haben. Vielleicht können wir ja dann nochmal anfangen, uns in jedem Biom noch ein kleines Häuschen zu bauen. Aber vorher sehe ich da noch keine Notwendigkeit. Wir haben schon wieder 8 Silber zusammen. Ey, das geht echt so verdammt schnell. Kommt hier noch mehr? Wenn nicht, wäre jetzt auch nicht so schlimm, weil wir haben ja noch eine Silberader gefunden in der Nähe. Ich klopfe jetzt hier trotzdem nochmal alles auf. Aber es sieht nicht so aus. Nö, ich glaube nicht. Na gut, dann haben wir die Quelle beendet. So, 30 und 8 Silber. Wie sieht's denn aus? 264 Kilo. Ja, könnten wir eigentlich direkt erstmal wieder nach Hause, ne? Hier liegt noch ein Wolfszahn. Ich würde sagen, wir gehen mal heim. Hauen das schnell in die Schmelzöfen und dann zack, wieder zurück die andere Silberader. Also wir werden jetzt die Folge auf jeden Fall erstmal Silber sammeln. Je nachdem, wie weit wir kommen, auch nächste Folge noch ein bisschen Silber. Und dann gucken wir mal. Ich hätte halt natürlich ganz gerne jetzt den Beinschutz noch fertig. Und im Kommentar stand auch, muss mal gucken, ach, jetzt habe ich alle 8 hier drüben reingehauen und da, wo auch noch fast keine Kohle mehr drin ist. Ach, war wieder äußerst schlau von mir. Ja, im Kommentar stand auch, aber ihr habt ihn bestimmt schon gelesen, weil ich werde ihn, obwohl nee, ich blende die nächste Folge ein. Stand auch, dass wir einen schönen Helm kriegen von der Drachenmutter. Von der Mutti gibt es einen schönen Helm. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Generell so ein Rüstungsgegenstand von einem Boss. Wäre vorher noch gar nicht. Wird bestimmt geil. So. Dann zack, zack. Wir packen jetzt den ganzen Mist hier einfach mal fix weg, dass wir ein bisschen mehr Platz haben. Und wir können auch mal Flug und Bauhammer wegpacken. Ja, so. Dass wir ein bisschen mehr Gewicht mitnehmen können. Das Leben wäre so viel einfacher mit dem Gürtel. Aber das Spiel gönnt leider nicht. So. Gut, also wir sind hier, haben hier drüben noch eins. Das heißt, wir nehmen unser Portal wieder mit. Aber vorher... Ach, jetzt hab ich den Bauhammer dagelassen. Ich bin so doof. Ach, verdammt, es tut mir leid. Wir müssen nochmal zurück. Vor allem, der wiegt wahrscheinlich 1 Kilo oder so. Das hat überhaupt gar keinen Nutzen gebracht. Und uns dafür jetzt aber eine halbe, dreiviertel Minute Spielzeit geklaut. Naja. Nee, wir gehen jetzt noch mal kurz mit dem Portal rüber, sobald ich den Bauhammer wieder habe. Komm, wir gucken mal, was wiegt denn der? Gewicht, 2 Kilo. Da hätten wir doch schon wieder ein 1/80 Silber mitnehmen können. Wir gehen jetzt noch mal schnell rüber. Hier durchs Portal, dann bauen wir noch ganz fix die beiden Steinhaufen ab und bauen die hier gleich wieder in die Basis rein. Ist eigentlich schön, dass so viel Stein nebenbei rumkommt. Gebrauchen können wir es früher oder später auf jeden Fall. Und da haben wir wieder ein bisschen Schnee. So, ein Steinhaufen. Ach, der hat wieder nicht alles mitgenommen. Verdammt. Wenn das noch ein bisschen schneller gehen würde, hier der Ladebildschirm vom Teleportieren, wäre ich echt happy. Auch wenn es schon einigermaßen schnell ist. Ich hätte doch locker nochmal 50 reinbekommen. Hätte wahrscheinlich einfach nur ein kleines Stück weiter rüberlaufen müssen. Naja. So, komm. 2. Steinhaufen noch mit hingeklatscht. Bam. Haben wir hier schon wieder 150 Steine am Start. Und wir haben auch in der Kiste noch ein bisschen was. Also ich denke mal 200, 220 Steine. Können wir schon wieder unser eigen nennen. So, zack, jetzt zuerst Portal, dann Werkbank.
Den Fehler mache ich nicht nochmal. Und ab hier rüber zur anderen Ader. Klingt das jetzt wegen unserem Ding hier, ja, ne? Ja. So, und lasst uns die aufmachen. Und wir bauen auch gleich noch das Portal. Wird nur erstmal ein bisschen freibuddeln. Wir müssen einmal draufhauen, dann hört's auf, ne? Ja, genau. Und dann heißt es auch nicht mehr Silberader, sondern Silver Wayne. So, dann bauen wir uns mal ganz fix das Portal noch hier hin. Wir brauchen wie immer eine Werkbank. Ach, können wir überall nicht hinbauen hier. Warum? Jetzt. Und Portal. Das hätte ich eigentlich ganz gern hier unten drin. Kriegen wir das hin? Perfekt. Gebirge. Ich höre schon wieder Drachen. Ist irgendwie etwas enger hier oben. Wenn wir direkt so am Hang sind. Aber das wird uns nicht abhalten, Silber zu klauen. Ich finde es ein bisschen schade, dass es keine Silberhacke gibt. Ist dann die Frage, was dann noch kommen wird. Boah, und schon wieder Schneesturm des Todes. Bin ich schon voll? Nee. Rückt uns das rüber? Ich dachte gerade so ein bisschen, dass ich gegensteuern muss. Ist aber glücklicherweise nicht der Fall. Aber schon geil, was so ein kleiner Wolfspelzumhang so ausmacht, ne? Vorher selbst bei den milden Temperaturen erfroren und jetzt Schneesturm, kein Problem. Wir haben halt auch nur immer am Rücken gefroren, weil vorne ist nicht schlimm. Da haben wir einfach kein Temperaturempfinden. So, wie sieht's denn aus? 278, schon wieder 12 Silber. Es geht echt so verdammt schnell. Und 8 Stück hatten wir ja vorhin schon. Das heißt, das nächste Rüstungsteil ist wieder am Start. So, wir sind voll, so gut wie. Hier ist noch Silber und dann sind wir bei 280 Kilo. Und dann können wir noch einmal draufhauen. Bam. 2 Stein. Meine ich gerade irgendwo ein Silbererz? Nee, ne? Ja, was soll's. Wir machen zurück. Wir müssen unbedingt jetzt nochmal Holz in die Kohlenmeiler schmeißen. Ganz, ganz dringend. Bam, und da haben wir den Schnee wieder hier. Irgendwie sieht's halt auch geil aus. Weil sonst geht uns nämlich bald die Kohle alle. So, wie viel hatten wir jetzt? 10 Stück haben wir noch. Bam. Bam. Silber mitnehmen. Kohle ran. Und wieder auffüllen. Irgendwie wäre es cool, wenn man die Schmelzöfen direkt mit den Kohlenmeilern verbinden könnte. Und bei den Kohlenmeilern wie so eine Plattform hinten dran hat, wo man einfach nur Baumstämme reinwirft. Wisst ihr, was ich meine? Dass man die Baumstämme nicht erst klein hackt, sondern diese ganz großen oder die getrittelten, wenn man dann so 3, 4 Teile davon hat, dass man die irgendwie aufheben kann, direkt da drauf wirft und das ist direkt verbunden damit. Ja, ist ein bisschen zu fortschrittlich, aber für die Zeit hier im Spiel, war geil wäre es schon, wenn das alles irgendwie miteinander connecten könnte. So, 14 Silber. Reicht natürlich noch nicht. Wir müssen jetzt nochmal Kohlenmeiler vollschmeißen. Und unser Holzbestand wird schon wieder weniger. Ey, Bäumchen! Mensch, es ist mir gar nicht aufgefallen. Cool! Ah, das macht schon was her. Jetzt wirkt das Ding auch nicht mehr so extrem klobig. Geil! Gefällt mir. Nicht gedacht, dass es so riesig wird. Wir haben ein bisschen grün.
Das ist ja cool. Ich weiß gar nicht, können wir eigentlich auch Sträucher und sowas anpflanzen? Bräuchten wir ja auch irgendwie Samen für, also irgendwas Kleineres. Aber hey, wir haben unser erstes Bäumchen gebaut. Oder angepflanzt. Gebaut ist nicht so unbedingt der richtige Begriff. Aber ey, coole Sache, freut mich wirklich. Sieht mega cool aus. Und verbessert auch ein bisschen die Luft hier. Bei dem ganzen Rauch, die Kohlenmeiler gleich verursachen. Gar nicht so verkehrt. So, gab's schon wieder direkt einen Schaden dafür. Das ist voll. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir machen gleich nochmal zurück. Wir müssen ja jetzt hier nicht zwingend warten. Oder haben wir schon 4 Silber? Nochmal 4. Ne, dann können wir uns schon den Beinschutz bauen. Perfekt. Dann machen wir das nämlich noch. Ihn dann noch ein bisschen sammeln und dann wird die Folge wahrscheinlich auch schon wieder zu Ende sein. So, ich brauche ganze 12 Stück, bitte. Und wir tragen zu viel. Ach, es ist einfach nicht möglich. Jetzt ist die Frage, was brauchen wir denn noch? Brauchen wahrscheinlich noch Wolfspelz-Gedöns-Dings da. Bam. Was könnte es noch sein? Wir gucken mal. So, wo ist es? Wolf, Wolf, Wolf. Wo war es denn? Hier oben. Wolfsbeinschutz. Ein Wolfszahn noch. Und 20 Silber. Ein Wolfszahn, bitte. Vielen Dank. So, zack. Hier so ein kleines Guckloch drin hätten, dass wir die Schmiede benutzen können, würden wir uns eine Menge Ärger sparen. So, wir können es noch nicht herstellen, kein gutes Zeichen. 4 Wolfszahn, was habe ich denn gemacht? Wo war ich denn auf einen aus? Jetzt aber. Und bam, Wolfsbeinschutz. Wir haben hier auch wieder 20 Rüstungen, Haltbarkeit 1000. Wir können ja mal nach der Haltbarkeit schauen. Habe ich vorher noch nie so drauf geachtet. Hat eine Haltbarkeit von 1600. Sogar mehr oder was? Na super. Rüstung, auch wieder 20. Bewegungstempo, genau dasselbe. Bringt noch nicht so viel Fortschritt. Aber wir können das natürlich noch upgraden und werden dann besser damit. Sieht aber irgendwie fetzig aus, so ein bisschen wie so eine richtige Ich-chill-jetzt-Jogger. Bam. Guck mal, bam. So, schöne Sache. Wir haben das. Was ist denn eigentlich mit Schuhen? Schuhe gibt es gar nicht im Spiel, oder? Das Coole ist halt auch einfach, wenn wir jetzt mal sterben sollten, können wir uns die Eisenrüstung dann einfach wieder ansatteln und sind halt immer noch ziemlich heftig unterwegs. Das macht halt auch nochmal viel aus, als dass man dann mit der Bronzerüstung oder, keine Ahnung, am besten die Trolllederrüstung oder komplett ohne, haben wir ja alles schon durch. Dass wir damit dann nochmal rumrennen müssen, um unser Zeug wieder zu holen. So, wir haben jetzt noch ein bisschen Stein hier unten. Wir können eigentlich mal 2 Pakete mitnehmen. Bam, die 2 weg, dann passt es. Bauen die noch schnell hinten hin. Bauen hier vorne noch die restliche Kohle rein. Hier ein bisschen. Hier ein bisschen. Ach, der Bau macht echt was her. Hätte gern mehr davon, aber wenn die so groß sind, können wir auch nicht so viele davon hier reinflanken. Oder, ich weiß nicht, wenn wir Tanne anpflanzen, aber Tanne kann auch ziemlich groß werden. Da haben wir zwar ab und zu mal so ein paar kleine gesehen im dunklen Wald, aber es gab halt auch echt so riesig große. Ich weiß halt nicht, ob man das irgendwie beeinflussen kann. World Safe, vielen Dank. Mega cool. So, her damit, her damit. Es ist einfach okay, es ist leer. Wir haben alles verbrutzelt. 8 Stück haben wir noch und in der Kiste hatten wir, glaube ich, noch 2, richtig? 2 Stück. Wenn ich mich nicht täusche, hat den Trogger Reißzahn Upgrade 10 Silber, ein bisschen Klibber noch irgendwas gekostet, oder? 5 Rinde, 2 Hirschfell, 2 Klibber.
Das kriegen wir doch zusammen, dann machen wir das jetzt noch. War hier irgendwas? Irgendein Drache oder? Was macht die Geräusche hier? Ne, das sind die Kohlenmeiler, ne? So, also, zwei Hirschfell. Ich hoffe, ich bring's jetzt nicht wieder durcheinander. Zwei Hirschfell. Dann brauchen wir... Wie viel Klipper habe ich gesagt? 5 Klipper. Nein, wir haben noch 4 Klipper. Verdammt. Nee, dann wird's natürlich nichts. Und was war's noch? Und die Rinde. Davon haben wir genug. Nee, verdammt. Wird noch nichts. Möchte jetzt aber nicht nochmal unbedingt mit euch jetzt direkt in den Sumpf. Dann rüsten wir vielleicht doch erstmal die Rüstung weiter hoch. Da brauchen wir 20 Silber für und wahrscheinlich noch ein paar Wolfszähne. Wir können ja mal kurz schauen. Beziehungsweise müssen wir gleich ein Folgenende machen. Wir haben noch 10 Wolfszähne. Die Upgrades kosten jeweils... Ach ne, kosten nur Pelz. Hier ein Wolfszahn. Okay, na gut. Das sollten wir alles noch hinkriegen. Na schön, war doch eine erfolgreiche Folge. Wir haben das zweite Rüstungsteil. Wir haben schon wieder 10 Silber. Bäumchen ist gewachsen. Alles perfekt. Nächste Folge geht's weiter, würde ich sagen. Ja, da geht's auf jeden Fall weiter. Morgen geht's natürlich weiter. 19 Uhr, bis dahin. Macht's gut.